Jo Freunde der Hetze, wahrscheinlich fragt ihr euch, was seit dem Shoyoka Weihnachtsspecial so passiert ist, beziehungsweise auch davor, weil ein, zwei Sachen habe ich tatsächlich vergessen. Am Anfang aber erstmal danke für das heftige Feedback, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr das Video so gefeiert habt, aber ja, lasst mal ein Like auf diesem Video hier da. Auf ihrem Discord hat Shoyoka nämlich am 20. Dezember mal wieder einen Post rausgehauen, der so lost ist, ich komme schon lange nicht mehr klar, aber ich zeige ihn euch einfach mal. Ich habe gestern literally ein Video von Kuchen gesehen, wo er vor 9 Jahren eine 12-Jährige auf YouTube gemobbt hat und das Video fängt an mit der Einblendung, die erklären soll, dass die Beleidigungen nur Humor sind. Eine Fucksking 12-Jährige, wer sowas seit 9 Jahren macht, ist nicht naiv oder lost, sondern ein frauenhassendes Ekel. Wahrscheinlich meinen sie mein Paulana-Video, was ich vor 9 Jahren hochgeladen habe. Das Lustige ist, in diesem Video sind halt einfach gar keine Beleidigungen drin, weil uns vorher ihre Cousine schon geschrieben hat, dass wir dann auf jeden Fall eine Anzeige kassieren. Ich habe sie zwar in diesem Video aufs Korn genommen, indem ich ein paar Witze über sie gemacht habe, wie beispielsweise hier. Geschichten aus dem Paulanergarten. Für die Zukunft lass meine Mädels auf YouTube in Ruhe, die haben dir nichts getan. Okay, nur weil wir jung sind, heißt das nicht, dass wir auch Videos drehen. Es stimmt echt so, Alter. Was labert ihr eigentlich für eine Scheiße? Die produziert gar keine Videos, nur weil sie jung ist oder was? Aber das würde ich jetzt nicht als Mobbing bezeichnen. Vor allem ging das Video auch einen Großteil um ihre Eltern, weil man das Gefühl hatte, dass die sich überhaupt nicht darum kümmern, was sie da überhaupt für Videos hochlädt. Aber ich bin jetzt ein frauenhassendes Ekel, weil ich seit 9 Jahren diese Meinungsblogs mache und auch mal hin und wieder eine Frau darin vorkommt? Also davor habe ich ein Video über Clemens Alive gemacht und danach über Ernstling. Komischerweise 2 Typen. Mann, jetzt bin ich wahrscheinlich auch noch männerfeindlich, oder? Ey, das ist wirklich so krank. Überleg mal, die postet ein Video von vor 9 Jahren und sagt, ja, also er hat schon vor 9 Jahren mal ein Video über eine weibliche Person gemacht. Der hasst auf jeden Fall Frauen. Auch Maxim hatte nach meinem letzten Twitch-Stream so unfassbar ekelhafte Tweets rausgehauen, dass ich die hier einfach mal kritisieren muss. Danke geht raus an twitch.de. Seit Jahren leisten Vollidioten und deren hirnlose Anhänger den gleichen gesellschaftlichen Mehrwert wie fucking Atommüll auf dieser Plattform. Das Verhalten von Narzissmus TV ähnelt dem Sozialverhalten eines 12-Jährigen im Körper eines 14-Jährigen. Hat er da gerade sexuelle Handlungen zwischen 2 Minderjährigen beschrieben? Damit meint er natürlich mich. Die erste Frage, die sich eigentlich mir so stellt, ist, was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du irgendwelche Ferndiagnosen erstellen kannst? Und warum soll ich bitte Narzissmus haben? Lustigerweise stellt er sich hinter dem 4. Tweet hinter Shoyoka und zeigt seine Solidarität mit dieser. Diejenige, die noch nicht einen einzigen Fehler eingesehen hat, selbst als sie meinen Sohn beleidigt hat. Und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein fucking Kind. In der Hoffnung, dass wenn du als Kind von so jemandem aufwachst, du nicht dann irgendwann mal mit dem YouTube-Channel von deinem Vater aufwachsen musst. Aber klar, ich bin natürlich der Narzisst, der auch immer wieder Gesprächsangebote gibt, der sich auch für ein paar Sachen schon entschuldigt hat und nicht die Person, die noch nie Fehler eingesehen hat und von sich selber denkt, dass sie die beste Person der Welt ist. Du hast ganz recht. Auch den gleichen gesellschaftlichen Wert wie Atommüll checke ich nicht so ganz. Also erstmal hat Atommüll einen gesellschaftlichen Wert, weil wir haben den ja erzeugt, um Strom zu produzieren, aber egal. Was machst du denn gesellschaftlich so Relevantes? Oh, du hast 0815 Gaming-Account mit Videos, die langweiliger sind als ein Altersheim für einen Pädophilen. Ich kläre halt wenigstens in meinen Videos über aktuelle Themen auf, auch wenn dir das nicht gefallen mag. Und ich will jetzt nicht mal sagen, dass ich einen krassen gesellschaftlichen Mehrwert biete, aber Bro, du zockst halt irgendwelche Games den ganzen Tag. Du bist gar nicht in der Position, dich über einen gesellschaftlichen Mehrwert zu beschweren. Richtig ekelhaft wird es allerdings jetzt. Ich bin enttäuscht. Das AfD-Geschmack. Warum bin ich jetzt AfD-Geschmack? Bro, so, ja, ich habe vor 10 Jahren in einem Video mal gesagt, dass die AfD ja gar nicht so schlecht ist, wo die AfD auch noch eine ganz andere Partei war als heute. Und seitdem habe ich mehrere Videos gegen diese Partei hochgeladen. Also erklär mir bitte, was ich mit der AfD gemeinsam habe. Willst du jetzt gerade sagen, dass ich rechtsradikal bin oder was? Nicht geholfen wurde, seine Minderwertigkeitskomplexe aufzuarbeiten. Der Mangel an Familie, Freunden oder anderen außenstehenden Personen mit Sozialkompetenzen im Erwachsenenbereich zwingt die Plattform zur Tat zu streiten. Schreiten. Ja, Maxim, du hast ganz recht. Ich hatte einen Mangel an Familie. Tut mir leid, dass die Hälfte meiner Familie vor meiner Geburt schon an Krebs gestorben ist und mein Vater sich in Müll für mich interessiert und mich hat verwahrlosen lassen. Geiler Front an dieser Stelle. Und das von einem ehemaligen Lehrer, nur mal so nebenbei. Zum Glück hatte ich dennoch die perfekte Mutter, die hat den Mangel auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Also da, Maxim, keine Sorge, mir geht's wirklich super. Das Lustige ist ja auch, dass er ja Mangel an Freunden schreibt.
Und da ging es ja um diesen Choyoka-Stream, wo ich mit 3 Freunden in diesem Livestream gefeiert habe. Ja, Bro, ich habe einen Mega-Mangel an Freunden, oder? Das Ding ist, dass das halt ein Schlag ins Gesicht ist. Für jede Person, die halt wirklich keine Familie oder keine Freunde hat. Denn daran sind Menschen meistens nicht selber schuld. Und nur weil man diese Dinge nicht hat, hat man nicht irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe. Wie auch immer du mir das jetzt wieder unterstellen möchtest, aber nun gut. Genauso ekelhaft geht es dann auch weiter. Man kann von einer mental dramatisch eingeschränkten Person nicht erwarten, in Therapie oder ähnlichem von sich aus zu gehen. Fehlende Bestätigungen in der Kindheit und Jugend werden durch Verlangen nach dem Leid anderer ersetzt. Auch hier wieder, was ist das für eine weirde Unterstellung? Kennst du meine Kindheit? Kennst du meine Jugend? Wie kommst du darauf, dass ich so einen Mangel an Bestätigung hatte? Erklär uns doch das mal bitte. Digga, ich komme halt nicht drauf klar. Der war Lehrer, ne? Imagine, der geht so mit den Kindern um. Lustigerweise war ich dieses Jahr sogar in Therapie. Zwar wegen ADHS, aber klar, man talkt natürlich auch so ein bisschen hin und her und kreuz und quer auch über andere Themen. Und ich kann dir hier auch bestätigen, ich habe keine psychischen Erkrankungen. Aber diese Tweets sind ein Schlag in die Fresse für jede Person, die wirklich solche Probleme hat. Und da wirst du sicherlich auch einige in deiner Community haben. Ja, ich war in meiner Schulzeit ein Außenseiter, ich hatte auch eine Zeit lang keine Freunde, aber das Ganze belastet mich nicht und ich habe deswegen auch keine Minderwertigkeitskomplexe oder sonst irgendwas. Ich habe eine super Mutter, ich habe einen super Freundeskreis und bin absolut glücklich in meinem Leben. Wie viele Zuschauer hast du im Jugendalter, die vielleicht gemobbt werden, die sich deswegen gar nicht mehr zur Schule trauen, die keinen Rückhalt in ihrer Familie haben? Vielleicht haben die auch gar keine Familie mehr und haben auch keine Freunde, mit denen die über sowas reden können, die vielleicht wirklich psychische Probleme haben, die das mega belastet und die sich aus Scham nicht trauen, sich einen Therapieplatz zu suchen, die jetzt vielleicht gerade einsam in ihrem Zimmer sitzen und sich dann auch noch diese Tweets von dir angucken müssen, die du voller Hass geschrieben hast, einfach nur, weil du mich nicht magst. Was denkst du, wie sich diese Zuschauer fühlen, wenn sie deine Tweets über mich lesen und du das als legitime Angriffspunkte siehst, wenn man einen Mangel an Familien oder Freunden hat? Freu dich doch einfach darüber, dass du vielleicht eine super Kindheit hattest, mit einer intakten Familie, ihr keine Geldprobleme hattet, dass du jetzt selber eine Familie gegründet hast, die zumindest sieht es halt so aus, glücklich ist, die zusammenlebt. Du weißt, glaube ich, gar nicht, was das für ein Privileg ist und wie viele von uns dieses Glück nicht hatten, anstatt andere für sowas anzugreifen oder sie dafür fertig zu machen, dass sie gemobbt werden, dass sie keine Freunde haben oder keine Familie, solltest du vielleicht mal überlegen, wie viel Glück du in deinem Leben eigentlich damit hattest. Dazu gibt es auch einen neuen journalistischen Beitrag zur ganzen Choyoka-Thematik vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der wieder so dumm ist, dass ich komme darauf nicht klar. Der fängt unter anderem so an. Es ist ein wahnsinniges Tempo, in dem die 3 Männer ihren Choyoka-Diss-Track herunterbeten. Ein 4-minütiges Video, in dem sie die Twitch-Streamerin Pia Scholz, genannt Choyoka, beleidigen und abwerten. Sie rappen, wer braucht schon Beweise, wenn es die Opferrolle gibt? Oder nur dank dem Gendersternchen ist die Choyoka in. Ja, okay. Und was genau ist daran jetzt beleidigend? In diesem Track hatten wir halt literally keine Beleidigungen, denn wir hatten halt Angst, dass sie das Video dann irgendwie striken lässt oder rechtlich dagegen vorgeht oder sich wieder 8 Monate in die Opferrolle stellt. Also wir haben das absichtlich weggelassen. Also das hier ist schon mal eine komplette Lüge. Und wenn der Text doch so beleidigend ist, dann frage ich mich, warum 2 so random Zeilen dahin geschrieben werden und nicht diejenigen, wo wir sie beleidigt haben sollen. Die journalistische Meisterleistung wird auch dadurch deutlich, dass darunter ein Tweet von Choyoka eingebettet ist. Kommentare unter dem Video von Kuchen von vor 3 Tagen. Wir waren so fair und haben hier ausschließlich Kommentare aufgelistet, die nach über 48 Stunden noch lesbar sind. Es wurden auch Kommentare gelöscht. Demnach gab es Moderation, die sich entschieden hat, Folgendes stehen zu lassen. Choyoka unterstellt mir hier einfach, dass ich zwar einige Kommentare gelöscht habe, aber die sie da aufgelistet hat, einfach stehen gelassen habe. Also erstmal, unter diesem Video sind über 2200 Kommentare. Also selbst wenn ich welche gelöscht hätte, kannst du doch nicht von mir erwarten, dass ich 2200 Kommentare lese und dann gucke, was ich lösche und was nicht. Das müsste ich ja auch in jedem Video machen. Dazu habe ich nicht mal Kommentare gelöscht und ich habe auch keine Moderatoren, die das Ganze machen. Diese Kommentare wurden dann höchstwahrscheinlich einfach von YouTube geblacklistet. Sie unterstellt mir hier irgendwas mit super vagen Indizien, die auch 100 andere Gründe haben könnten, und diese tolle Journalistin, die sich Lucy Wittenberg nennt, denkt sich so, ja Mann, mega, das muss ich da auf jeden Fall reinpacken, das wird schon stimmen, wenn Choyoka das sagt. Die hat übrigens auch einfach studiert. Die hat studiert, Digga, und weiß nicht, wie Journalismus funktioniert. Ich meine, gut, die hat keinen Journalismus studiert, aber das sind Dinge, die müssen doch klar sein, oder nicht? Ich meine, bei solchen Vorwürfen, wo 2 Leute miteinander Beef haben, sollte man sich nicht irgendwie beide Seiten anhören? Also überlegt euch das mal. Der Tweet wird einfach jetzt als Fakt in diesem Beitrag hingestellt und meine Seite wird sich nicht mal angehört. Und das Lustige ist, dass das ja sogar falsch ist, was da steht. Choyoka darf einfach alles behaupten, was sie möchte, aber meine Seite wird sich gar nicht erst angehört. Ja,
also ich glaube, journalistisch ist das wirklich sehr gut gearbeitet. Der ganze Artikel ist halt wirklich super einseitig. Es wird sich nicht mal mit meinen Argumenten auseinandergesetzt. In einem Abschnitt heißt es dann, ja, aber diese Videotitel sorgen dafür, dass Shiyoka in einem schlechten Licht steht. Ja, und stell dir mal vor, du hättest dir diese Videos angeguckt und könntest vielleicht nachvollziehen, warum ich das dahin geschrieben habe. Aber was ich da sage oder warum ich diesen Titel genommen habe, das wird im ganzen Artikel logischerweise nicht erwähnt. Also jetzt mal Real Talk. Jeder Meinungsblogger mit 30 Abonnenten kriegt es hin, besseren Journalismus zu machen als diese studierte Person, die in dem Bereich schon etliche Jahre gearbeitet hat. Und ja, natürlich ist das Ganze ein Riesenthema. Wie lange geht denn das eigentlich nochmal? 11 Monate. Um sich vernünftig mit dem Thema auseinanderzusetzen, reicht es halt nicht, sich 3 Tweets anzugucken und 4 Videotitel und einen Diss-Track, den man nicht mal verstanden hat, sondern um journalistisch sauber zu arbeiten, ja, da muss man mal in den sauren Apfel beißen und sich mal ein paar Stunden irgendwelche Streams oder Videos angucken, um diese ganze Thematik überhaupt zu verstehen. Stattdessen wird sich wieder komplett blind auf eine Seite gestellt mit super schlechten Argumenten, es wird der Gegenseite einfach alles geglaubt, meine Seite wird auch gar nicht dazu befragt, warum sollte man das auch tun? Und dann schreibt man so einen Artikel. Ich blick das nicht. Also man muss doch schon während dem Schreiben merken, ey, das ist journalistisch wirklich absoluter Schrott, was ich hier geschrieben habe. Ich blick das nicht. Naja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.